Hey liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Surviving Mars, hier auf Three Amigos. Falls ihr das Projekt noch nicht kennt, ich stelle es ganz kurz vor. City Skylines auf dem Mars oder wer es noch ganz oldschool kennt, SimCity. Also man errichtet was, versucht zu überleben, ganz simpel. Und in den letzten Folgen haben wir uns eher darum gekümmert, dass wir erstmal hier so einen Basisplan, aber vielmehr, dass wir überhaupt paar Ressourcen haben und dann haben wir die erste Kuppel errichtet, die recht gut befüllt ist. Und heute geht es um die zweite Kuppel, wo es um Casino und einer richtigen Stadt halt geht, also alles, was in eine Stadt so gehört. Würde ich sagen, nicht lang schnacken, einfach machen. Ich werde so gehasst, ich merke das schon. So, warte, aber jetzt erstmal kurz. Ganz kurz. So. Ja. Nein. So. Ich hoffe, das reicht dann auch mit Dings, was ich vorhabe. Aber die Frage ist halt, wo wir es hinbauen. Bauen wir es so hin? Das stört ja ein bisschen da. Ich denke mal, wir bauen das hier hin. Weil da ist dann auch wirklich noch Luft nach links. Okay, aber warte mal. Kann man nicht eigentlich... In diesen Kuppeln ist nämlich immer, wenn ich gerade so richtig sehe, immer ein Weg integriert. Aber den kann man ja auch nicht wegmachen. Der ist ja immer da. Schade. Ich dachte... So. Ich glaube, nee, ist das der Commander oder? Ja, das ist der Commander. Perfekt. Stell ich mal dahin. Ah, ich glaube doch ein bisschen noch mehr. Ah. Jetzt stellen wir mal dahin. Macht das nämlich alles so ein bisschen mehr Sinn. Dann müssen wir jetzt als nächstes erstmal ordentlich Strom wieder produzieren. Das merke ich jetzt schon. Tolle Nachricht haben wir auf jeden Fall, denn ich habe jetzt in die Forschung auch die Generatoren in Auftrag gegeben. Also endlich haben wir es geschafft, sodass wir auch mehr Generatoren machen können. Dauert aber ganz schön lange. Aber naja, gut, die haben hier auch was zu tun. Sagt der Vorrat. Ja, ist doch noch recht gut. Oh, Metall müssen wir unbedingt mal langsam wieder aufstocken. Research complete. Braucht das denn noch? Oh, ja, doch schon ein bisschen noch. Ah, die machen das schon. Wir müssen mal zwischendurch wieder ein paar Windräder setzen.
Wie viel Strom braucht das eigentlich? Warte. So. Sehe ich jetzt gerade nicht, aber ich glaube, es war irgendwas mit 25 oder so. Teile müssen wir auf jeden Fall noch holen. Sollte aber kein Problem sein, weil wir hier wieder Metalle haben. Also immer noch, sage ich mal. Aber das machen wir gleich. Metalle sollten aber eigentlich, ja, sind genug. Beton muss noch nachgeholt werden halt. Aber da haben wir, denke ich mal, auch genug. Oh, das dauert jetzt schon ein bisschen sehr lange gerade. Ah, noch 7, okay. 7 vom Beton noch und dann sollte das eigentlich ganz gut sein. Genau. Jetzt müssen wir das natürlich an die Stromkabel dran packen, wo ich immer noch ein bisschen Respekt habe, weil ich Angst habe, dass wir wieder Stromausfall haben. Hier fehlt noch was. Na, reicht das von den Metallen? Nein, von den Metallen reicht es leider nicht. Okay. Dann fahrt mal. Warte mal. Machen wir es doch einfach so. So, wir machen jetzt erstmal ein Depot, ein universelles Depot. Ah, ne, wir machen ein Metalldepot. Da. Und dann machen wir den Commander. Ja, genau. Der geht ja automatisch mit den Druiden hier hin. Druiden, sag ich schon. Mit den Drohnen. Der hat die ja aufgeladen und dann holen wir auch gleich schon mal den Transporter hier gleich her. Da. Und der kann das ja dann holen. Genau. Ah, da hinten ist noch ein Stein, okay, da warte ich noch drauf. Zack, zack, genau. Alles einladen und verlassen. So, und das bringen wir jetzt. Perfekt. Und das bringen wir jetzt dann hierher.
entladen. Da. Nein! Research complete. Na egal, jetzt macht das schon. So, Commander da. Den packen wir wieder hier hin. Also damit der Radius halt größer wird. Das sollten wir schon machen. Liebe Leute von heute. So. Ist das da auch dran? Ja, okay. Womit habe ich denn das verbunden? Ist das alles anstrengend? So, Strunkkabel nochmal. Ist das noch nicht dran? Okay. Rettung naht. Na endlich. Aber womit habe ich denn das Rohr da verbunden? Ach. Hä? Ist so, das ist so ein unterirdisches Ding, ne? Was braucht er denn? Braucht er Metall? Ja, Metall. Okay. 5 Stück einladen. 5 Stück. Also. Das habe ich schon 10, aber na egal. So. Ja. Womit muss ich das verbinden? Es ist ja eigentlich mit allem verbunden, oder nicht? Ach so, da fehlt dieser Wassergedöns. Fehlt da. Zweimal brauchen wir das. Naja gut, dafür ist ja die Forschung da. Das gucken wir uns jetzt einmal ganz kurz an. Oh, Leute. So. Forschung. Ja, genau. Das wird ja jetzt gerade so in Angriff genommen. Wenn das noch nicht ist, dann können wir hier noch nichts machen. Die Stadt läuft so halbwegs. Bitte ich jetzt Verschwendung. So, dann können wir auch erstmal hier wieder eine Rakete losschicken. Zur Erde zurück. Und die zweite würde ich noch nicht machen, da das die Passagierrakete ist. Ein bisschen Zeit braucht das Ganze noch. Aber hier läuft es ja einigermaßen. Noch. Man weiß nie wie lange. Guck
Wunder, bitte einmal hierher. Und dann den Transport auch gleich hinterher. So, in der Zeit bauen die das kurz ab und wir brauchen neue Commander. Das ist auch das, was ich jetzt gleich machen werde hier. So, das fühlt sich ganz gut. Ja, ich weiß, ich hole ja gerade schon neue. Ist doch Metall hier, oder? Nee. Lagerbestand von. Kann man sich das nicht mal angucken? Nicht funktionierende Gebäude, okay. Okay, es sind auf jeden Fall welche aufgebraucht, aber von was? Was ist es denn aufgebraucht? Maschinenteile. Mhm. Naja gut, wir holen ja gleich Nachschub. Das Gute ist, dass wir ja relativ viel Benzin haben. Und deswegen können wir immer wieder mal wen runterschicken zur Erde. Das ist ganz wichtig gewesen. Och ja, das ist schon relativ viel genug, aber ich. Nee, lassen wir erstmal. Commander. Da brauchen wir einen von. Und vielleicht nochmal einen Transporter. Patronen noch. Teile haben wir. So, okay, starten. Okay. Den können wir wieder zurückschicken. Der einladen. Alles. Nun war jetzt nicht alles, aber immerhin. Research complete. So, das läuft soweit. Und wieder einladen. Voll auf eine Drohne.
wieder das wilde Gewusel hier. Wie ist es eigentlich mit normaler Geschwindigkeit? Ah, das geht ja. So sieht's aus wie Ameisen. Zack, 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 zack. Läuft. So, was ist hier? We gather here today to bid a final farewell to one of our finest. Was ist hier? Warum geht das nicht? Also wahrscheinlich weil. Nö, eigentlich sollte das. Lagerraum ist voll. Ah, wir müssen schon wieder ein neues Betonlager machen. Lol. Also Beton wird uns erstmal nicht ausgehen, denke ich mal. So eine grobe Vermutung von mir. Nahrung. Was sagt die Forschung? Okay, also wir haben. Darf ich mal ganz gut. Ja, ist ja gut. So. Ja, das ist schon wichtig eigentlich. Nur wir brauchen mehr auch davon. Das ist das Ding. So. Wir machen mal hier hinten weiter. Cut. So, da bin ich wieder auf der Erde. Ist inzwischen Zeit ein halber Tag vergangen. Auf dem Mars hier anscheinend nicht. Ja, gibt es irgendwas Neues zu berichten in der Zeit? Nein, eigentlich nicht. Ich habe jetzt einfach noch mal angefangen, wenn ich noch ein bisschen mehr zum Zusammenschneiden habe. Wir warten immer noch sehnsüchtig nach diesen Filtern. Ich habe auch bei der Forschung habe ich den ein bisschen weiter nach oben gemacht, also zumindest das, was dem Filter halt am nächsten kommt. Und ja, deswegen müssen wir jetzt einfach nochmal warten. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis gleich. Was mir auf jeden Fall schon aufgefallen ist, ist, dass es ein sehr, sehr, sehr langatmiges Spiel ist. Ja, und deswegen müssen wir da einfach mal gucken, ne? Also, es ist sehr, sehr langatmig. Deswegen schneide ich auch so viel zusammen. Weil wir haben immer noch nicht die Forschung beendet. Yay. Aber ich melde mich gleich. Research complete. Ah, okay. Oder auch nicht. So, Forschung. Was ist das jetzt?
Ja, neue Farm, ja, super. Können wir denn jetzt... hier... das bauen, was wir brauchen? Da. Nein, immer noch nicht. Ach Mann. Okay. Wir hören uns gleich. So, jetzt mache ich mal ganz kurz nochmal so eine Zwischenfolge, Zwischencut, sage ich mal, weil, wie ihr hier schon seht, wir haben eine Ehre, und zwar, wir kriegen einen Prototyp, wenn wir es akzeptieren, neuer Treibstoff für die Rakete, und wir müssen es halt austesten. Ich bin mal risikofreudig und sage, wir machen das. Dafür schicken wir aber eine weg, und das ist die hier. Hat ja auch nichts mehr an Bord. Zur Erde zurückschicken. Zack und weg. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Fährt er denn jetzt hin? Hast du einen Kreislauf? Was ist deine Mission gewesen gerade? Sind deine Sicherungen durchgebrannt? Er hat sich Metall geschnappt, ist einmal rumgefahren. Hat sich aufgeladen und hat es wieder dahin gebracht. Hä? Hat er Langeweile oder was? Macht ja absolut keinen Sinn gerade. Verstehe. Ich glaube, das ist doch tatsächlich erst was für die nächste Folge. Dass wir jetzt hier endlich das dann hinkriegen. Ja. Sollte ich es doch noch in dieser Folge schaffen, werde ich mich nochmal melden. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Woche. Ciao.